Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit einem Shopping Haul, diesmal vom Stationery Pal. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Das ist ein amerikanischer Online-Shop und die haben ziemlich tolle Sachen für recht wenig Geld. Und heute zeige ich euch einfach mal, was ich da so in der letzten Zeit bestellt habe. Zum einen sind das diese Sticker. Sind zwar recht wenig, aber man zahlt pro Bogen unter einem Euro, beziehungsweise ich glaube sogar unter einem Dollar, also nochmal viel weniger. Und die Sticker sind einfach super niedlich. Und jetzt kommen die, weswegen ich eigentlich überhaupt bei diesem Online-Shop bestellt habe, nämlich die Sticker von Sue Atelier, ich glaube so wird es ausgesprochen. Die sind nämlich, wenn man sie in Deutschland kaufen will, wahnsinnig teuer. Ich glaube, zwischen 5 und 10 Euro pro Bogen habe ich da schon gesehen. Und bei Stationery Pal zahlt man 1,40 Dollar, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Und das ist deutlich günstiger. Und ich finde diese Sticker einfach wunderschön und habe deswegen einige davon bestellt, die ich euch hier alle zeige. Ihr könnt sehen, ich liebe Sticker, nur leider finde ich sie immer zu schön, um sie dann zu benutzen. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, sie wirklich mal zu nutzen und nicht nur anzugucken. Mal sehen, wie das so in der Zukunft klappt. Aber wäre schon schade, wenn man sie nicht nutzt, dafür sind sie dann doch irgendwie zu teuer. Ja, das sind auf jeden Fall einige. Ich glaube, es gibt sogar noch mehr, aber das sind die, die mir gut gefallen haben. Dann habe ich noch diese Sticker bestellt. Die fand ich so ganz hübsch und es sind nicht wirklich Kreise, sondern ja, man kann es ein bisschen sehen, dass da noch gestanzt ist. Ja, der Vorführeffekt, es klappt natürlich nicht so, wie ich mir das gedacht habe, aber ihr könnt sehen, es sind jetzt nicht nur Kreise. Genau, dann haben wir die. Von jedem Bogen sind auch in dem Set zwei. Und es gibt das auch in verschiedenen Farben. Dann haben wir Sticky Notes, die liebe ich. Und zwar verschiedene, einmal diese Watercolor und dann diese kleinen Memo-Teile in zwei verschiedenen Farben. Den hier habe ich mir einfach mal zum Testen bestellt und das ist ziemlich cool. Und zwar kann man damit kleben, ohne einen Kleber direkt zu benutzen. Das ist eher wie Tesafilm. Dann habe ich natürlich Stifte bestellt, ganz viele Stifte. Einfach verschiedene, um sie mal auszuprobieren. Ich zeige euch jetzt auch gleich, wie die malen bzw. schreiben. Die ersten beiden sind ganz normale Stifte zum Schreiben. Dann sind hier so Brush Pens. Einmal in schwarz und dann in diesem Grün, das ich richtig schön fand online. In Wirklichkeit sieht es ein bisschen anders aus. Und dann dieser Metallic Brush Pen, den hatten sie neu im Angebot. Den musste ich einfach ausprobieren. Und der ist schon ziemlich cool. Ich zeige euch mal, ja, man sieht tatsächlich so einen leichten Metallic Effekt. Und jetzt seht ihr die niedlichste Luftpolsterfolie der Welt. Darin sind immer die Stifte verpackt. Ich finde das einfach cool mit diesen Herzchen. Genau, und dann die Tombow Brush Pens. Davon habe ich mir ganz viele bestellt, weil die auch echt wesentlich günstiger sind, als wenn man sie in Deutschland kauft. Kann ich nur empfehlen. Und sie haben fast alle Farben. Manche sind immer ausverkauft. Aber gut, viele, beziehungsweise die meisten haben sie da wieder. So, und was fehlt jetzt noch? Genau, die Washi-Tapes. Da habe ich hier einmal diese ganz klassisch karierten in vier Farben. Sieht man nicht so gut, aber sind verschiedene Farben. Dann diese hier zum Ausmalen, einmal mit Blättern und einmal mit Blumen. Dann haben wir hier eins mit den Uhrzeiten. Fand ich ganz praktisch. Mal gucken, weil ich das in meinem Bullet Journal verwenden kann. Dann sind hier einmal so in Türkis und Gold, einfach grafische Muster, und Lila und Gold.
fand die unglaublich schön. Genau. Und dann dieses hübsche Teil schwarz-gold-weiß. Und schon mal für Weihnachten diese niedliche gold-schwarze Häuserlandschaft. Und bei dem Online-Shop bekommt man zu jeder Bestellung so einen niedlichen Radiergummi. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, dort zu bestellen. Der Versand dauert ungefähr 10 Tage. Ich hoffe, mein neues Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Tschüss!